Hallo und willkommen bei Biomutant. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir spielladen mal. Ja, das ist unser neuester Spielstand, oder? Ja. Also ich kann mal einfach immer den obersten nehmen. Spielladen. So, gucken, läuft alles. Läuft. So, setz mich nochmal richtig hin, bis meine Beine verbiegen. So. Wie war euer Tag bisher? Ich hoffe, schön. Wie viele Bäume es in dieser Region gibt. Genau, Dump-Außenposten, ich erinnere mich. Ich muss mal ganz kurz... Ach ja. Ein durchschlagender Erfolg, da müssen wir doch bestimmt außen rum. Ach genau, da wollten wir hin. Ich verstehe. Gehen wir mal hier lang. Wir haben schon dran gepinkelt. Schauen wir uns mal hier die Außenwände an. Des Myriad Außenposten. Oh, was haben wir hier? Wieder etwas zum Zerstören. Holzreste. Die einzige Art von Resten, die man noch irgendwo wachsen sehen kann. Ich habe mich, glaube ich, festgebackt. Och, das doch nicht. Ich habe schon gedacht, oh Gott, ey, das ist wie bei Ratchet & Clank. Da springe ich auch immer irgendwo hin und dann bleibe ich plötzlich hängen. Ja. Oh, waren wir da schon? Nee, da waren wir noch nicht. Okay, dann gehen wir mal da schnell hin. Okay, also wenn man springt, das bringt nichts. So, wir bieten mal schnell. Holen unsere Psi-Punkte ab. Die wollte ich ja eigentlich ein bisschen behalten, glaube ich. Und sammeln. Voll das Ding haben sie dahin gezimmert. So. Der anbrechende Tag erhält dein Leben. Ja, übelst. So, das ist schön, dass hier wenigstens schönes Wetter ist. Wenigstens im Spiel ist schönes Wetter. Laufe ich in die falsche Richtung? Warte mal. Ja, ich bin wieder in die falsche Richtung gelaufen. Wir hätten tatsächlich einfach darunter gemusst. Verdammt, wir waren doch schon hier. Ümanei. Wände mit der Klonkfaust durchbrechen. Können wir da rüberschwimmen oder sind wir da zu unausgedingsigt? Oh, 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 oh. Gucken. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Vielleicht hilft ihm das. Oh, was gibt's hier? Ach nee, die sind zu zweit. Sollen wir die echt einsammeln? Das wird das nicht sehen. Das ist voll komisch. Das ist voll komischer Bildausschnitt. So, das Problem ist jetzt, wir müssen den hier auch noch einsammeln. Wir brauchen zwei davon. Damit sie sich nicht einsam fühlen. So. Das hier ist doch auch Myriad, oder? Die fangen hier schon an mit ihrem Burggraben. Die haben vor irgendwas Angst. Naja, eigentlich sollten sie vor uns Angst haben, weil wir immer alles ausräubern. Ein großes Kastenmagazin. Halbmondmagazin hätte ich das genannt. So.
Nichts ist vor uns sicher. Keine offene Kiste. Papfelbrot. Das ist neu. Kleines Gesundheitspaket. Ja. Jetzt müsste eigentlich hier auch noch irgendwo ein Loch sein. Hier. Eine Feldtasche. Ringschrott. Mhm. Auch mit. Hoffentlich ist nicht irgendwann unsere Tasche voll. Würde mich nicht wundern, weil wir noch nichts verkauft haben oder so. Hier waren wir schon. Ich glaube, hier haben wir angefangen mit Ausräubern. Ja. Lass den Tag nicht ungenutzt verstreichen. Ja, ich guck doch hier schon. So, wir gehen mal querfeldein. Da müssen wir klonken. Wir gehen aber erstmal schnell da hoch. Da gibt es nämlich ein bisschen Grün zum Abfarmen. Und wir sind ja Ziegensammler. Wir brauchen Grün, um Ziegen zu sammeln. Ach nee, doch nicht. Jetzt geht's auf einmal voll leicht. Hi. Ich nehme das nur mal mit. Kämpferseelen-Rockhose. Mhm. Ist nicht so Svara, aber das nehmen wir natürlich trotzdem mit. Ach, die haben hier nur einen Außenposten. Putnitzen. Ist das eine Putnitzniege? Die haben wir schon. Was bist du denn für eine Zniege? So. Hatte unsere auch gelbe Beine. Wir gucken mal ganz kurz. Nassinsel-Zniege. Die sieht genauso aus. Sie kommt bloß woanders her. So, wir müssen wahrscheinlich hier hoch. Meistens, ja. Hey, gehst du bitte? Nein, hoch. So. Ein Gin-Hut. Jinzu von Ryu kenne ich. So kommt man nach oben. Kann nicht runterspringen. So, dann nehmen wir unsere Nassinsel-Zniege und reiten mit der zu unserer Klonkfaust. Fehlt nur ein Sonnenuntergang zum Hineinreiten. Ja, da ist er recht. Da oben ist grün. Na. Yay. So, jetzt können wir uns die nächste Ziege beim nächsten Außenposten auch leisten. Wow. Oh, wir sind hingefallen, glaube ich. So. Wieso hört sich unsere Sneaker wie scharf an? Wie kleines Lamm. Oh, Biomasse ist hier. Oh je, Biogefahr. Nee. So, das nehmen wir auch noch mit. Ausgestellter Langfaltenrock. Adrenalinspritze. Oh. Ja. Ne? Hätten wir das auch geschafft. Was macht man jetzt? Da geht's zur nächsten Klonkfaust. Ach, die ist da hinten. Nee, wir nehmen erstmal das hier. Funkenbrutzler. Weil wir wollen ja auch irgendwann mal die Hauptquest weitermachen. Ja. Wir müssen mal hier hoch. Haben wir Stacheln am Hintern? Unsere Znie geht was Stacheln am Hintern. Oh, hier ist ein verlassenes Du Haus. Hast einen Kreuzweg entdeckt. Entscheidungen, ach, was? Entscheidungen. No. Wo ist er? Hä? Wo ist er hin?
Hä? Ach, da. Guter Schuss. Oh ja, scheiße. Wäh. Wird das eigentlich was hier? Nee. Vielleicht kann ich es irgendwie nutzen. Habe ich nicht irgendwas anderes? Mitten zwischen die Augen. So. Jeder Gegner ist gut, um zu trainieren, ne? Wenn wir mal schließlich unsere ersten Weltenbusse mal rumbringen. Welchen Fresser. So gut, das hätten wir dann mal. Hat er was dabei? Nee, natürlich nicht. Du bist aus einem Grund hier. Doch du musst in Erfahrung bringen, welcher es ist. Naja, ich soll den Weltenbaum retten. Enge Hose. Nehmen wir natürlich mit. Mal hier, Klo. Ich höre auf meinem Ohr etwas. Ein großes Energiepaket, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Oh. Solche Guckkästen sind rar gesät. Das ist aber nicht so schlimm, da die Sprechbilder aus der Damalszeit keine besonders wertvolle Nachricht hatten. Okay, mal gucken, was haben wir hier? Okay. Nicht alles, was der Guckkasten überträgt, interessiert einen. Aber wenn es das tut, geht es mitten ins Herz. Vor allem, wenn es von damals ist, wieso haben die dann schon die Bewohner von heute? Faltenrock. Kleines Gesundheitspaket. Irgendwas geht hier irgendwo ab. Ledermantel, der sieht schick aus. Das ist alles leider nicht. Ja. Bassi. Hä, waren wir nicht hier? Hier lässt sich so schön herumschleichen. Gehört das da oben vielleicht auch noch dazu? Was haben wir hier? Wie können wir das mal hier hinpinken? Du hast Hoggahum entdeckt. Hier gibt es irgendwo einen Krimskramshändler. Okay, wir pinkeln erstmal schnell. Mal sehen. Ja, wir sind da. Sagt, es wurde auch Zeit einzusehen, dass du anderen helfen musst. Okay. Hat selbst auch noch genug zu tun. Süß. Krimskramshändler. Ich kann dich aber nicht ansprechen. Muss ich erst zu dir rüberkommen? Ich möchte unbedingt, dass du einen Blick auf die Waren wirfst. Nee. Hat vollstes Verständnis. Bisher kommen wir noch so ganz gut weiter. Hoggahum haben wir abgeschlossen. Da unten ist uns jetzt Niege. Foxmox. Foxmox-Maske. Natürlich auch mit. Was mal hier? Schlaf. Nee, Straflagerhose. Okay. Und ein Gesundheitspaket. Straflagerhose sah jetzt gar nicht mehr so straflagerisch aus.
Kleines Energiepaket. Ach so, Tabletten. Ich habe schon gedacht, das ist ein Skateboard. Dann hätten wir jetzt hier noch unser alte Weltgerät. Funkenbrutzler. Hier. Aber wir machen erstmal das hier auf. Schafi-Strickmütze. Süß. Stimme die Schalter aufeinander ab, damit es klappt. Ach ja, okay. Was ist drin? Genau so funktioniert der Funkenbrutzler. Ding und fertig. Das ist zwar nicht genau, was du wolltest, aber dafür ging es schnell. Pickenaxt. Und eine Adrenalinspritze. Hier den Bereich haben wir abgeschlossen. Okay. Da oben haben wir schon schön hingepingelt. So. Hier drüben, das ist Richtung Weltenfresser, das ist was anderes. Hier unten taucht manchmal da ist eine Entdeckung, hier ist aber auch eine Entdeckung. Sollen wir mal. Wir können uns ja mal zur Subnautica-Dingsbums teleportieren. Wo ist denn unser da oben? Ich habe irgendwas vergessen. Wie sah es aus? So. Mal sehen. Ich wollte mich hierhin teleportieren. Hier kann ich mich hin. Wir können auch in die wir gehen mal in die Ziegelstadt und gucken mal, was dann da los ist, weil irgendwie sind die dann immer verschwunden, diese komischen Punkte. So. Da unten ist unser Wegpunkt. Bin mal gespannt. Ja, du hast sehr starke Beine. Kuckuckpark. Aber den haben wir doch schon entdeckt. Passen wir da rein? Okay. Ich glaube, das mit der Entdeckung ist irgendwie ein Fehler. So. Wollen wir mal hier hin? Da ist der andere. Oh, hier ist schon die Arena. Oben. Hier haben wir Steiltiefe. Wir nehmen mal kurz, oder warte mal. Hier haben wir echt schon alles gemacht. Hier sind wir noch nicht reingelaufen. Wir reisen jetzt mal. Wir müssen erstmal zu so einer Schnellreisestation. Nur wieder hoch. Oh nee. Vielleicht kommen wir da irgendwie schneller hin. Noch eine Stunde Tageslicht wäre unerträglich gewesen. Okay, wenn du das sagst. Wir wollen dahin. Mkton-Frackkisten. Wir sind doch wieder hoch. So. Wir könnten jetzt auch an sich hinlaufen. Vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwas. Ich glaube, wir laufen mal hin und machen mal keine Schnellreise.
finden wir irgendwas mega cooles. Hoffe ich. Einfach mal. Ich bin noch da oben lang, oder? Schön Blümchen. Haben schon sehr viel gesehen. So. Wohnur lang. Biom betreten. Oh, na gut, dann können wir auch direkt hier mitnehmen. Oh. So, wir machen jetzt mal hier einen auf. Ich hab den sogar eigentlich. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Vor allem, die geht ja eigentlich immer. Oh nein, das hat er ihn umgebracht. Das war doch wohl meine. Brennt er? Nee. Komm zurück. Ich sammle erstmal das da hinten. Nein, sollen die das hier machen? Plankert dabei gehabt. Das ist voll gemein. Ja, das ist offen. Glühendes Eisen. Der hat nichts dabei gehabt, leider. Okay, wieder was Gutes getan, hoffe ich mal. Ich habe meinen Brüdern vom Myriel-Stamm geholfen. Obwohl sie mir teilweise sehr böse vorkommen. Da haben wir schon was kaputt gemacht. Verdammt, hier sind immer so hohe Klippen. Oh nein, warum schon? Nutze den kommenden Tag. Allzu viele hat die Welt nicht mehr. Du bist viel zu pessimistisch. Ach, guck an. Ich erinnere mich. Hier hatte ich das Problem mit diesem, mit der Frucht für die Zniege. Könnten auch hier unten lang laufen. Sollen wir hier unten lang laufen? Mal gleich mal hier hochgucken. Oh. Oh, das haben wir noch nie gemacht. Das ist ja schön. Mir gefallen. Wenn wir hier reingehen, kommen wir da irgendwo raus? Ach ja. So. Das Land steht uns zu Füßen. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag weiterhin. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir mal mit unserem Mekton, warum dann eh fehlt, weiß ich auch nicht, da oben, die Wrackkiste plündern und mal hier herumlaufen. Vielleicht machen wir auch mal einen kurzen, nach sicherer Luft suchen. Vielleicht machen wir auch mal einen ganz kurzen Abstecher zum Weltenboss. Ich weiß noch nicht, ich bin mir noch nicht so sicher. Mal schauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit einschaltet. Bis dann. Tschüss.